abschießt. Wenn du das sagst, okay. Naja. Wollen wir Also ich mal. benutze die Waffe gern gegen den, auf jeden Fall. Letztes Leben? Ja, war ja klar. Ist das nicht immer so? Das gute alte letzte Leben. Ja komm. Sei artig. Nein, du Arschloch! Sag jetzt nicht, du bist gestorben. Ach gut. Noch nicht. Aber. Ich will dein Siegesschrei hören. Sag mal, gibt's denn auch in Tod? Ja, endlich! Ja, geht auch. Waffe ist scheiße. Der braucht 100 Jahre. Kann man genauso mit dem Wasser nehmen. Dann viel Spaß. Wer macht gern gefährliche Sachen? Ich mach gern gefährliche Sachen. Yep. Ich spring einfach mal blind irgendwo hin. Ohne zu wissen, was da kommt. Ist eine gute Idee. Wäre gerade fast in die Spikes ja reingesprungen. Jetzt schon wieder. Aber diesmal spring ich nicht nur fast. Okay, diesmal spring ich nicht in die Spikes rein. Okay. Wohin denn mit mir? Muss ich den besiegen? Ja. Okay, ja, Entweder schwarze Enten oder Kopf. Hast du ja gemerkt, ne? Ja, das habe ich durchaus gemerkt. Komm, danke sehr. Und, ja. Gibt es den auch in Tod? Nein, den gibt es nicht in Tod. Den gibt es nur in Leben. In Tod ist er ausverkauft. Jetzt komm schon. Du kannst ja auch mal sterben. Also, ich habe nichts dagegen. Ja, das heißt, wir hier brauchen sie halten. Da kannst du schon was aus, ne? Ja, die halten hier eine ganz schöne Menge aus. Das habe ich schon bemerkt. Ja, oh, ich würde sagen, mehr als die Klassikmenge, mein Digga. Ja. Definitiv. Okay. Weiter springen. Das ist riskant, was ich. Boss. Ein Boss ist da. Doch ich bin gleich tot. Ist doch genau. Klar. Vor allem, weil der Zielsuchende geschossen hat. Neck me am Arsch. Und die sind nicht so harmlos wie die von Diveman. Richtig, die verfolgen dich. Die bewegen sich. Naja, die von Diver können auch verfolgen, aber die kannst du vielleicht da abschießen. Hier sind die bestimmt arschlöcherhaft. Du stirbst. Der macht mich schon mal nicht mehr know-it. Das ist ja gut. Nein. Das ist ja peinlich. Wenn er dich know-it macht. Ja, das definitiv. Aber die Bosse, die denken so, weißt du? Die denken sich so, ho hoffentlich mache ich den heute No-Hit. Ja, da war schon einiges drauf. Boah, hast du aber auch schon runtergeballert. Naja, ich gebe mein Bestes, aber mein Bestes ist halt nicht gut genug. Hälfte. Ist doch schon gut. Also ich finde das wirklich gut, das mein Ernst. Ja, für den ersten Kampf ist es vielleicht genau. Für mich noch zufriedenstellend, aber ein Sieg wäre schöner gewesen. Also sicher, dass du noch nicht bei ihm warst? Also ich finde es nicht. Ach, das war schon Game Over. Ja, das war das Game Over. Das war mein letztes Leben.
Naja, gut, ich merke, so langsam werde ich wieder. Okay, wenn du schlafen gehen willst, sag Bescheid. Ja, ich würde sagen, so in 11 Minuten etwa, circa. Bisschen länger. Okay. Sagen wir, wir machen diese Aufnahme zu Ende und danach noch eine Aufnahme und dann ist es gut. Ja. Okay. Das ist dann in etwa 15 Minuten. Wow, okay. Ich mache es ja, ganz schade, dass eine Energieaufladung keine Option für dich ist. Nee, das ist ja, Das ist ja kein Buster Only da mehr. Das ist ja Cheaterei im Grunde. Nicht anders, aber naja. Hält der andere genauso viel aus wie der hier? Ja, glaube schon. Dann hält er doch gar nicht viel aus. Ich versuche lieber mit Buster. Vielleicht ist es ein Fehler, ja. Naja, es geht halt darum, dass er dann halt durch die Waffe ja dann auch ein paar Teile verliert vorher. Und dann halt ein bisschen weniger attackiert. Achso, ja, okay. Hier ist das Problem, dass du in die Spikes gezogen hast. Ja, so eine Scheiße. Ach, meine Fresse, ne. Ich will mal mit meinem vollen Leben zum Boss kommen. Okay, gib her. Dann versuchen wir doch. Ich weiß ja noch, wo die Stage mir hier mal, glaube ich, ein Game Over alles versaut hat. Im Stream. Also die Stage hier hat mir ein Durchspielen ohne Game Over versaut. Hier bin ich nämlich Game Over gegangen. Als einzige Stage. Ach so, okay. Da weiß ich, was ich von der Stage hatte, ne? Ja, schönste Stage der Welt. Ich hasse sie. Hast du sie sehr. Nein! Nein! Komm. Sicher? Gut. So. Wow. Ach ja, es ist schon ziemlich anstrengend. So. Einfach vorstellen. Nein! What the fuck? Kann man kurz die Augen zugemacht dann? Ich hab schon keinen Bock mehr. Ne, wenn ich den Boss nicht mit mindestens ein Leben in Reserve erreiche, macht das keinen Sinn. Ich muss ihn ja auch ein bisschen üben. Ja, das stimmt. Kann mich gleich Game Over machen, weil das gibt sonst keinen Sinn. Wirklich. Ja, komm hier, Nervensäge. Ja, du mich auch. Ja. Ja, ist ja gut. Alles wird gut, Freunde. Ihr geht mir ziemlich... Auf den Deckel. Auf den Hoden. In und... den Boden mit dir. Ja, ich würde sagen ohne Boden, aber egal. Bodenloser Boden, ne? Ja, genau. Komm schon. Gib ihm. So, gib ihm richtig. Gib ihm. Gib ihm mal Huhn. Genau, ins Face. Bam. So. Ich hätte gern ein bisschen mehr Energie, aber da Leben ist kein Wunschkonzert. Yep. Apropos, Aufnahme endet, glaube ich, gleich. Ah ja, stimmt. Okay. Ey! Dich töte ich aber noch. Und ich auch noch. Okay, und okay, jetzt ist, ja, okay, so, ja. So. Bist du Fischfutter?
Bis gleich. Und weiter geht's bei Let's Play Mega Man X. Genau. Und weißt du eigentlich schon, wann der nächste Mal Zeit ist? Wegen Mega Man X? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich will jetzt keine Versprechen machen, die ich hinterher nicht halten kann. Deswegen. Ja. Wie sieht's denn mit Freitagabend aus oder morgen? Freitagabend der schlechteste Tag ever. Morgen Abend wäre schon besser, denke ich mal. Freitagabend, ich sag mal so, also Freitagabend, wenn dann überhaupt Freitagnacht und ja. Da weiß ich nicht, wann ich nach Hause komme. Nein. Ist schlecht. Das ist schlecht. Ich muss mich, ich fahre nämlich Samstag früh weg. Ach so, okay. Wohin geht's? Hannover Schwimmenden. Bei Göttingen. Minden? Hannover Schwimmenden. In der Nähe von Göttingen. Ach so, kenne ich nicht. Kassel? Ja, Kassel kenne ich. Das ist auch in der Nähe. Da war ich ein paar Mal auf Akunichi. Akunichi? Ich glaube ja. Nee, Nisakon war das. Das ist in Ordnung. Ja, gibt's ja. Boah, wie sozial, Leute. Ich könnte euch küssen, danke. Perfekt, voll geheilt. Wie sozial. Okay, jetzt gleich keine Weitsprünge oder so. Jedenfalls nicht. Da oben ist doch ein Schiff, ne? Ja. Das kannst du abschießen. Welches Schiff? Ja, oben müsste irgendwo eins sein. Oberhalb auf dem Wasser drauf. Kannst du ja durch so eine Säule hochgesteuert werden. Das hier, wo ist denn hier ein Schiff? Weiter rechts. Nimm die Energie ab hier? Die ja, ne? Dieser Wirbel? Nee, der zieht nichts ab. Der drückt dich nur hoch. So, okay. Wenn er halt im richtigen Zeitpunkt drauf ist, bringt er dich nach oben. Und das Schiff lässt ja auch diese Bomben fallen. Okay. Boah, gibt's mal kaputt, du Scheißteil. Ja, den gibt's nicht in kaputt. Doch. Du kannst damit jetzt untergehen. Gut. Rechts, ne? Würde ich mal sagen. Ja, da kommt ein Gegner. Oh nein, nicht schon wieder so ein Zwischenboss. Ach der, okay. Weiter rechts ist dann halt ein Item, das du holen kannst, wenn er tot ist. Ach so, okay. Das Gute ist, du kannst auch seinen Körper stehen, ne? Ach so, das wusste ich gar nicht. Das ist ja mal gut zu wissen. Es gibt ja in X3, glaube ich, war das, so ein Cutscene auf der PlayStation 1. Da hockt Mega Man auf dem Vieh drauf und schießt es von hinten ab. Und dann fliegt das Vieh in den Endboss von diesem Leviger. Und macht den Matsch. Wo gibt's diese Cutscene? In Mega Man X3 auf der PlayStation Version. Ach so, okay. Im Intro. Jetzt komm, geh kaputt, du scheiß Seeschlange. Danke sehr. Okay, zieht diesen, ja, die könnt ihr behalten, die Energie. Oh, cool. Mehr Lebensenergie. Okay, aber jetzt muss ich wieder zurück. Yep. Naja, egal. Dürfte ja nicht mehr allzu weit entfernt sein bis zum Boss. Aber schon gute Verstecke, finde ich. Ja, definitiv. Och ja, auch mir geht langsam die Puste aus hier. Also ja. Ich habe heute schon zwei Bosse besiegt. Mhm. Hast du auf jeden Fall hier noch den Boss erreicht? Ach ja, stimmt.
Kann man hier auch hinten drauf stehen? Ja. Oh, das ist interessant, das ist so viel. Ach, scheiße. Der hat dich gerade erwischt? Ja, der hat mich erwischt, aber ist noch nicht so schlimm, noch nicht. Naja, ich sehe manchmal nicht alles, deswegen frage ich nach. Also ich passe eigentlich schon auf wieder. So, ein bisschen da Vollspam da. Aber da man, der schlecht ist, habe ich manchmal leichte Bierschuhe. Ja, passiert. Ja, und die Schlange ist bald kaputt. Hoffe ich doch. Ja, da ist das Vieh hinüber. Na, endlich. Krieg ich irgendwas? Gute Heilung. Ja, besser als nix. Genau. Reicht hoffentlich noch. War geistig, aber besser als nichts. Reicht hoffentlich noch, um den Endboss zu erreichen. Ist er da? Ah, da ist er ja. Gut, gut. Und die Leben, ja, ich habe noch zwei in Reserve. Gut, dann gebe ich mal mein Bestes. Und stirb. Ja, gut, und wenn ich den Endboss jetzt verkacke oder besiege, was eher unwahrscheinlich ist, dann ja, hören wir vor heute auf, würde ich mal sagen. Ja. Und dann gehe ich ins Bettchen. Ja, genau, mach das. Nein, Note machst du mich nicht. Oder doch, will er mich Note machen? Der Penner will mich Note machen. Ja, gut, kein Note mehr. So. Okay, ist schwer auszuweichen. Okay, nochmal das Ganze. Er ist einer der schweren Gegner im Buster Oni auf jeden Fall. Einen, den ich nicht Buster Oni machen möchte. Absolut nicht. Ja, der ist nicht gerade einfach, das stimmt. Kommt mir auch. Genug mit E-Tanks, Subtanks. Kommt mir auch relativ gewöhnungsbedürftig vor. Aber unmöglich ist keiner, wie man sicher weiß. Scheiße. Ja, ich denke mal, wirklich ist er, aber ich kriege ihn nicht hin. Ah, du kriegst ihn bestimmt hin. Besser als ich jedenfalls. Naja. Nervensäge. Oh ja. Nerv jemand anders, mein Freund. Ja, genau, nerv jemand anders. Aber ich schätze mal, dein Freund möchte da nicht sein. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber ich möchte dein Freund definitiv auch nicht sein. Ich suche mir meine Freunde anders aus. Ich suche mir andere Freunde aus. Meine Fresse, geh mir nicht auf den Sack. Du nervst. Das ist aber ganz schön, war. Oh komm, treff ihn. Oh yes, gewonnen. Gut gemacht. Drei Bosse und ein Gegner, die ich nicht Wasser ohne machen möchte. Ich glaube, ich verbessere mich ein bisschen in Mega Man X. Ein bisschen. Oh ja. Yes, drei Bosse heute geschafft. Buster Only. Motiviert dich das nicht weiter zu spielen? Das die nächste Zeit. Ja, das motiviert. Und nicht so lange Pause zu machen. Von definitiv, ja. Drei, vier Monaten immer. Oh yes, ein schöner Sieg. Ich bin voll stolz drauf, weil ich sonst nichts erreichte im Mega Man X. 4, 5, 8, 3, 4, 6, 6, 2, 5, 4, 1, 4. Ja, genau. Das ist das Passwort, ja. Und wir haben schon fast 10 Minuten wieder. Ja, es ist jetzt vorbei, also. Passt ja perfekt von der Zeit her. Genau, dann mache ich jetzt eine Aufnahmepause, ja. Ich habe drei und Bosse besiegt. Bis zum nächsten Mal, drei Bosse Buster Only besiegt, juhu, für mich eine Leistung. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, es geht weiter bei Mega Man X mit Buster Only die Bosse. Bis zum nächsten Mal, ciao, haut da rein. Ciao. Ja, und dann kommt das Video 2015, oder wann?